Posener, wahnsinnig bittere Niederlage heute gegen Koblenz bei deinem Pflichtspieldebüt für den OFC. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich denke, wir haben im Großen und Ganzen eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben alles probiert, haben sicher zehn gute Chancen, wo ein Tor rausspringen kann, zwei, drei, wo ein Tor rausspringen muss. Und es ist einfach extrem bitter, dass wir dieses Spiel verlieren, weil ja, ich denke, wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, konnten leider kein Tor machen, aber ja, durch die Niederlage müssen wir jetzt einfach enger zusammenrücken und nächste Woche es besser machen. Ich glaube, das war ja auch allen ersichtlich. Die Fans haben es ja auch gerade honoriert. Ich glaube, am Einsatz hat es heute nicht gelegen. Nee, absolut nicht. Also wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten auch über den Einsatz kommen und dann kommt das Fußballerische von ganz alleine. Und ja, wir hatten, denke ich, wirklich ein paar sehr, sehr gute Ballstaffetten, wo der Ball gut lief, wo wir auch zum Abschluss kommen. Ein paar Mal waren Bein dazwischen, Pfosten, Torwart, zwei, dreimal überragend gehalten. Aber ja, das darf uns nicht schlechter machen oder umwerfen jetzt, sondern wir müssen da draus gestärkte vorgehen und ja, nächste Woche es einfach besser machen. Ja. Für dich ganz persönlich, du hast heute gegen drei wahnsinnig physische Innenverteidiger da gestürmt, gespielt, generell eine wahnsinnig physisch spielende Mannschaft. Wie hast du das erlebt heute auf dem Platz? Ja, wir wussten, dass uns das erwartet. Das hat ja nicht nur mich betroffen, sondern die ganze Mannschaft. Wir waren darauf eingestellt, wir waren sehr gut darauf eingestellt, haben es eigentlich ja. Sehr gut auch, muss ich sagen, dagegen gemacht. Gegen so eine Mannschaft muss man erstmal zu so vielen Chancen kommen. Und ja, leider ging einfach der Ball nicht rein. Ich denke, wenn wir das 1-0 machen, dann wird es für Koblenz ganz, ganz schwer mit der Spielweise. Aber ja, das war natürlich ihr Matchplan. Die Null hinten halten und vorne irgendwie ans Reinmachen. Das hat für sie geklappt und für uns leider nicht. Das konnte man heute dann nicht wirklich genießen, die Atmosphäre Biberer Berg. Nichtsdestotrotz, wie war es für dich heute, das erste Mal hier aufzulaufen? Ja gut, es war schon geil, muss man schon sagen, aber ich hätte lieber gerne drei Punkte mitgenommen und dann noch mit den Fans am Schluss gefeiert. Und so ist natürlich ein scheiß Einstand in die Rückrunde. Und ja, aber wie gesagt, wir müssen daraus lernen, müssen die Fazite oder die Lehren daraus ziehen. Und ich denke, wir müssen einfach dann schauen, wenn wir vorne die Bälle verlieren oder wenn wir Konter bekommen, dass wir schneller die Bälle wieder zurückbekommen oder ja, dann die Tiefe besser absichern. Aber ja, wir haben jetzt genug Zeit bis nächste Woche, haben eine lange Woche, dass wir das analysieren und dann in Hoffenheim besser machen. Tunay, wahnsinnig bittere Niederlage heute gegen Koblenz. Wie hast du das Spiel erlebt? Wie würdest du es bewerten heute? Ja, also wir wussten ganz klar, was für ein Spiel uns hier erwartet, dass die Koblenzer uns pressen werden, dass sie hoch stehen werden. Und ja, wir haben versucht, dagegen zu halten. In der ersten Halbzeit haben wir zwei hundertprozentige Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit hast du ein, zwei gute Möglichkeiten, auch schon hundertprozentige. Und ist klar, dass der Gegner auch eine gewisse Qualität hat und vorne natürlich auch ein paar Nadelstiche setzt. Und ja, zu unserem Pech machen sie halt durch zwei Aktionen, glaube ich, die sie im ganzen Spiel haben, machen sie halt ein Tor. Und ja, es ist halt eine bittere Niederlage. Wir werden uns das alles anschauen und ja, analysieren und ja, abhaken. Und danach geht es halt nächste Woche schon weiter. Auch eine wahnsinnig physisch gespielte Partie. Ich glaube, einige von euch haben ordentlich was auf die Socken bekommen. Bei Mike Vetter war es kein Gegnereinfluss, aber das sicherlich auch sehr früh im Spiel ein Schock für euch. Ja, definitiv. Also es war, glaube ich, die zweite Minute oder so, wo Mike sich verletzt. Auch an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, dass es nichts Gravierendes ist und dass er halt schnell zurückkommt auf jeden Fall. Wir brauchen jeden einzelnen Spieler. Und ja, wir haben jetzt noch 14 Spiele vor uns und wir versuchen einfach weiterhin Woche für Woche Gas zu geben. Und dann ja, schauen wir mal. Paul Milde, Glückwunsch zum Pflichtspieldebüt. Allerdings, ich kann mir gut vorstellen, du hast es dir insgesamt etwas anders vorgestellt. Erst die Verletzung von Mike Vetter und dann diese wahnsinnig bittere Niederlage. Wie hast du den Abend heute erlebt? Ja, ich denke, man stellt sich deutlich besser vor. Ist klar, Mike mit der Verletzung, ich weiß noch nicht, was genau es ist. Das wünscht man natürlich keinem. Schlimmer kann es eigentlich so ein Spiel nicht beginnen. Ja. Trotzdem sind wir gut reingekommen, waren ja, in Zweikämpfen da. Haben versucht, das Spiel an uns zu reißen. In der zweiten Hälfte fand ich es deutlich besser gewesen. Aber wir haben es eben verpasst, das Tor zu schießen. Ja, und wenn du keine Tore schießt, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Aber Koblenz hat euch ja wirklich vor so ein Geduldsspiel gestellt, sich da hinten reingestellt. Und gerade diese extrem schnellen Leute, die sie im Umschaltspiel hatten, wahrscheinlich auch wirklich unangenehm über 90 Minuten zu verteidigen. Ja, ich meine, es kam nicht überraschend. Ja, also wir wussten, dass sie so spielen, dass es ihre Spielweise ist. Wie gesagt, trotzdem fand ich, haben wir es gut gemacht. Dass der Gegner zu ein, zwei Chancen kommt über 90 Minuten, ist schwer zu verhindern, das ist normal. Der Unterschied ist eben, die machen das Tor und wir nicht. Ja. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel Kickers Offenbach gegen
FC Rot-Weiß Koblenz entstand 0:1, Zuschauerzahl 6.119. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Heiner Backhaus und Sreto Ristić, und darf den Heiner bitten um seine Analyse. Ja, wir sind natürlich fast schon perplex, würde ich sagen. Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir hier 3 Punkte entführen können. Und habe gerade auch meiner Mannschaft gesagt, dass ich das überragend finde, wie wir von der Mentalität her, wie wir gearbeitet haben, wie meine Mannschaft den Plan verfolgt hat. Da gehört ja mal auch erstmal ganz, ganz viel Disziplin, Demut, Fleiß dazu, diese ganzen Meter zu machen ohne Ball, die uns immer wieder in Situationen bringen, dass wir Zweikämpfe doppeln, dass wir Zweikämpfe sichern können, weil wir haben einfach die individuelle Qualität nicht, um im 1 gegen 1 sowas zu überstehen. Ne? Dann auch mit der Wucht der Zuschauer. Ich glaube, heute war das Wichtigste, dass endlich wieder Zuschauer im Stadion waren. Die Stimmung war bombastisch und wir haben es genossen. Ich muss sagen, Offenbach hatte eine sehr gute Spielanlage, hatte auch natürlich die ganz klaren Chancen, wenn es 1-0 steht, mit der ersten Chance, wo Babu Gaye überragend pariert, dann wird das ein ganz anderes Spiel. Dann in der zweiten Halbzeit verschlafen wir die ersten 5-6 Minuten und Babu rettet uns wirklich wieder zweimal da das 0-0. Und dann, wie es so ist im Spiel, so war auch ein Stück weit der Matchplan, wird Offenbach immer mehr investieren, weil ob sie das Spiel am Ende unentschieden spielen oder verlieren, das ist ein Punkt Unterschied. Und dann wussten wir, wenn wir frische Stürmer bringen, entstehen Räume, dann entstehen Umschaltsituationen, dann wird Offenbach mehr darauf fokussiert sein, nach vorne zu spielen und weniger präzise im Gegenpressing oder im Fallen zu sein und so. Das haben wir dann genutzt, haben einen Konter überragend ausgespielt. Quentin Fowley, glaube ich, eine Laufleistung heute wie noch nie zuvor, bindet den Breitenbach, spielt den Nils Fischer frei, super erster Kontakt und ein Top-Finish. Ich möchte mich aber ausdrücklich entschuldigen für die Jubelszene, dass man da dann die Offenbacher Fans provoziert, habe ich in der Kabine sofort gesagt, das geht überhaupt nicht. Das hat überhaupt nichts mit Anstand zu tun. Ich meine, jetzt ist er ein bisschen vorbelastet schon, habe ich mir sagen lassen. Und da möchte ich mich als Trainer, als Verantwortlicher für das Verhalten entschuldigen. Und ich wünsche natürlich euch Offenbachern alles Gute. Ihr gehört einfach in die dritte Liga. Und es ist, ja, wie soll ich sagen, ich bin auch Profi und brauche auch kein Mitgefühl ausdrücken. Aber ich glaube, dass Wolfgang Frank mal einen tollen Leitsatz gesagt hat, und das war: Du musst mehr Lust drauf haben zu gewinnen, als Angst davor zu verlieren. Und wenn ihr diesem Leitsatz ein Stück weit folgt und Ruhe bewahrt, glaube ich, habt ihr die beste Mannschaft im Rennen, denn ihr habt heute auch nicht so viel falsch gemacht. Muss ich auch klar sagen, ihr hattet eine sehr gute Spielanlage, ihr wart super präsent und ihr habt einfach heute Pech gehabt, und wir hatten Babu Gaye im Tor. Vielen Dank. Danke, Heiner. Sreto? Ja, erstmal Glückwunsch, Heiner, dir und deine Mannschaft zum Sieg. Ja, wir haben uns alle das ein bisschen anders vorgestellt. Wir waren wirklich aller Vorfreude zu dem Spiel, dass auch noch Fans gekommen sind und uns wirklich von Minute 0 bis zum Schluss unterstützt haben. Wir wussten um die Qualität des Gegners. Wir wussten, dass die eben eine Mentalität haben, dass die auch den Plan, den der Trainer vorgibt, in jedem Spiel durchziehen werden und dass es nicht einfach wird. Wir haben natürlich auch gehofft, dass der Platz tick besser wird, aber es ist nicht so gewesen und haben in der ersten Halbzeit mit Sicherheit die ersten 20 Minuten gebraucht, so ein bisschen das alles anzupassen und auch viel früher die lange Bälle zu spielen, weil es einfach die Stärke des Gegners ist, uns zu pressen und dann eben uns in Schwierigkeiten zu bekommen. Wir haben, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit zwei richtig gute Chancen, die wir hätten machen müssen, oder zumindest eine, um eben diesen Stil des Gegners zu verändern. So musste der Gegner nichts verändern, hat immer an seine Chance geglaubt, eben dieses Umschaltspiel und auch, was auch legitim ist, das zu verzögern, immer wieder Spielfluss zu stören mit kleinen Fouls, mit Zeitgewinnen, dass der Torwart eben ein bisschen länger gebraucht hat als sonst, um die Bälle nach vorne zu bringen oder überhaupt sie zu schlagen. Das ist aber alles erlaubt im Fußball. Wir müssen uns allgemein, ja, bei sich selber müssen wir die Schuld suchen, weil heute hatten wir nicht die nötige Effizienz. In der zweiten Halbzeit haben wir natürlich deutlich mehr verlangt von der Mannschaft, weil wir schon in der ersten Halbzeit die Problematik auf ein paar Positionen hatten, dass wir wirklich wenig Mut hatten in dem, was wir vor hatten, speziell über Außen. Das haben wir dann auch angepasst und deutlich besser gemacht. Ich glaube, dass wir dann auch sehr gut ins Spiel reingekommen sind. Wir hatten wieder zwei, drei richtig gute Aktionen, zwei Top-Chancen, vor allem eine hundertprozentige. Ich weiß es nicht, warum Serkan jetzt diesen Ball aus, weiß nicht, gefühlt 3 Meter nicht reindrückt. Aber das ist alles Fußball, das gibt's. Und
Ich denke ähnlich über die Situation. Wir sind alle enttäuscht, riesig enttäuscht. Aber ich kann mit Sicherheit mit meiner Mannschaft auf ein paar Positionen ins Gespräch gehen. Das werde ich auch tun. Aber allgemein haben wir mit Sicherheit versucht, den Fans etwas zurückzugeben. Leider ist es nicht gelungen und trotzdem wird es für uns weitergehen müssen. Wir haben ganz andere Ziele und wir hatten schon über ganz andere Hürden springen müssen. Auch dieses Mal werden wir uns zusammenraufen und werden an uns arbeiten und werden in Zukunft das besser machen wollen und müssen. Das ist erstmal so dir, Heiner, wünsche ich alles Gute weiterhin. Ich glaube, dass ihr das Woche für Woche ruhig wiederholen dürft, weil einige Gegner kommen noch auf uns zu, die auch mit uns irgendwo oben stehen. Ihr macht es gut, ohne Wenn und Aber. Ihr könnt jeden Gegner, der spielen muss, der Spiele gewinnen muss, ärgern. Das wisst ihr und von daher nochmal Glückwunsch und danke. Danke, Sreto. Ich bitte um weitere Fragen. Handzeichen Jörg Moll von der Aufmachpost. Sreto, erstmal zwei Personalien. Erstens, das Garcia hat gefehlt. Was war da der Hintergrund? Und zweitens, wie geht es mit Mike Vetter? Der muss ja ganz früh raus. Ja, erstmal, Mike Vetter hat sich an der Adduktoren verletzt. Wie schlimm ist es, kann ich nicht sagen. Aber wenn Mike rausgeht, dann ist es mit Sicherheit nicht irgendein Kratzer. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Aber muss man mal die Diagnose abwarten. Und beim Rafael Garcia, der wurde heute Morgen getestet, positiv getestet. Von daher ist er nicht im Kader. Vielleicht noch ein Wort auch zu den Vetter musste raus, dann ist gleich auch der zweite Winterzugang im Spiel gewesen. Und vielleicht mal ein Wort zu den beiden, Hosiner und Milde. Ja. Paul musste eben aus dem Stegreif rein, hat es vernünftig gemacht. Das ist sein erstes Spiel. Ich persönlich weiß, was der Paul kann. Und wenn ich überzeugt wäre, dass er zu 100% wäre, hätte ich ihn auch von Anfang an spielen lassen. Aber es wird noch eine Weile dauern. Auch fitnesstechnisch glaube ich, dass ich ihn noch auf eine ganz andere Level hinkriegen kann. Aber es ist unheimlich guter Fußballer. Er hat ja, glaube ich, heute bewiesen, wie viele Bälle der von außen reingeschlagen hat. Und die Art, wie wir spielen, hat er sofort verstanden. Und beim Philipp Hosiner, ich glaube, dass der es in 20, 25 Minuten gebraucht hat, um ins Spiel reinzukommen, aber mit Sicherheit auch in gewissen Situationen seine Qualität gezeigt hat. Und es ist ein wichtiger Spieler für uns, der hat eine Qualität. Ich glaube, der hat sich schon noch woanders nachgewiesen und das wird er auch bei uns tun. Jörg, noch weitere Fragen? Niemand anders? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann wünschen wir Rot-Weiß Koblenz alles Gute für die kommenden Spiele. Wir sehen uns wieder hier in Offenbach. Unser nächstes Heimspiel wird sein am Sonntag, 27.02. 14 Uhr, dann gegen den KSV Hessen-Kassel. Ich sage Dankeschön, schönes Wochenende und bleibt gesund. Ciao.